Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Hannah bzw. White Tulips und ich hatte gerade eine Idee. Ich habe mir gerade Frühstück geholt und auf dem Rückweg habe ich gedacht, so viele von euch interessiert es immer wieder, wie viel kostet meine Reise, wie viel kostet Bali, wie viel kostet Thailand. Da dachte ich, ich nehme euch heute mal durch den Tag mit und gehe besonders auf die Preise von allem ein. Also wie viel kostet ein cooler Tag auf Bali? Ich hoffe, ihr findet die Idee auch cool. Wenn ja, jetzt einmal bitte applaudieren. Danke. ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video an. Wir sind gerade auf Nusa Lembongan. Das ist eine kleine Insel neben Bali. Sehr, sehr süß, kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ich habe mir gerade Frühstück geholt. Es ist gerade noch relativ früh. Warum wir so oft früh aufstehen, sage ich gleich. Ich war Frühstück holen bei Bali Eco Deli. Das ist ein ganz cooles Restaurant hier. Die sind halt mega darauf bedacht, kein Plastik zu benutzen. Deswegen gibt es keinen Strohhalm und so weiter. Und ich habe mir jetzt einmal so einen Smoothie geholt. Der sieht so aus. Der ist mit Beere, Ananas und Sojamilch, glaube ich. Dazu habe ich mir noch einen Cookie geholt, weil Bali Eco Deli hat die besten und günstigsten Cookies. Und der Smoothie hat 45.000 Rupia gekostet und der Cookie 7.000. Zusammen macht das 52.000 Rupia, was umgerechnet ca. 2,90 Euro sind. Also mein Frühstück hier in Indonesien für 2,90 Euro ist schon mal eingetütet. Wir sind heute so früh aufgestanden, weil wir gleich abgeholt werden für eine Schnorcheltour. Denn rund um Nusa Lembongan und Nusa Penida, wo ihr vielleicht auch schon einen Vlog dazu gesehen habt, wenn nicht, den verlinkt, gibt es ganz, ganz viele coole Schnorchelspots, wo man sogar Schildkröten und Mantarochen sehen kann. Wir hoffen, dass wir da welche sehen, aber da gehen wir auf jeden Fall auch heute hin. Und das Ganze hat für jeden 150.000 Rupia gekostet. 150.000 Rupia sind laut dem aktuellen Wechselkurs ca. 8,50 Euro. Die Schnorcheltour geht 4 Stunden, die holen uns vom Hotel ab und bringen uns auch wieder her. Also ein sehr, sehr guter Preis. In Deutschland würdest du sowas niemals kriegen für den Preis. Ich bin schon sehr gespannt auf die Schnorcheltour. Ich werde mal wieder ein paar GoPro-Footage-Szenen einfügen, denke ich. Entspannen wir einfach ein bisschen am Strand. Hier gibt es ganz viele Beachclubs, wo man sich sogar meistens kostenlos hinlegen kann. Also es ist so der zweite Tag, wo wir das kostenlos machen. Natürlich sollte man aus Höflichkeit vielleicht ein Getränk oder so nehmen, aber wir haben es gerade auch schon einfach so gemacht und dann wieder gegangen und es hat nie jemand was gesagt. Also sind wir aktuell bei Zero von den Kosten her und es ist so schön. I mean, look at this beach and this water and the sleeping Emily. Oh wow. Und das alles für 0 Euronen. Wir sind inzwischen zum Mittagessen gegangen. Wir sind jetzt bei Green Garden auf Nusa Lembongan. Da waren wir schon öfter und zwar ganz gut und nicht so teuer. Und ihr müsst mal gucken, manche Restaurants bieten nämlich sowas an, wie zum Beispiel, wenn du eine TripAdvisor Review hinterlässt, kriegst du ein Getränk kostenlos. Oder in dem, wo ich mir heute Morgen Frühstück geholt habe, ist es so, wenn du Plastikflaschen denen mitbringst und sammelst, dann geben sie dir 10% Rabatt auf deinen Bestellung quasi, weil du der Umwelt was Gutes getan hast. Also so könnt ihr immer ein bisschen sparen. Ich habe mir jetzt gerade Spaghetti mit Pesto bestellt und einen Eistee und es hat zusammen 60.000 Rupia gekostet und das ist umgerechnet 3,40 Euro. Heißt, am Mittagessen für 3,40 Euro kommt auf die Kasse oben drauf jetzt. So, und meine Spaghetti sind da. Wir sind wieder im Bali Eco Deli. Ich habe mir gerade Eis geholt für 30k. Also dieses Eis mit 1,70 Euro kostet das ein bisschen teurer. Ist aber auch so organic hergestellt mit Kokosnuss und Brownie Chunks und was auch immer. Schmeckt sehr lecker. Wir sind endlich losgefahren und haben so lange gewartet. Das ist auch teuer. Es ist einiges passiert, seitdem ich mich wieder gemeldet habe. Wir haben ausgecheckt und sind dann mit der Fähre von Nusa Lembongan nach Bali wieder gefahren. Und diese Fähre kostet 170k, das sind ungefähr 10 Euro. Es war eine sehr abenteuerliche Fahrt, so genau möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und dann sind wir von Sanur, also vom Hafen, wo die Fähren ankommen, mit Grab. Grab ist sowas wie Uber hier.
nach Uluwatu gefahren, zu unserem nächsten Stopp. Und da haben wir jeder 50k gezahlt. Wir haben uns das geteilt. 50k sind circa 3 Euro. Und haben uns das noch mit anderen geteilt, die wir mitgenommen haben nach Uluwatu quasi. So ist heute der Stand bis jetzt. Wir gehen jetzt gleich noch Abendessen. Wir hatten gerade mega Probleme hier mit dem Einchecken und was auch immer. So, das ist unser Hotelzimmer, Fernseher, Schrank, Bett. Dann geht es hier noch weiter. Keine Ahnung, was das hier für ein Raum ist. Und hier ist eben das Bad mit Dusche, Toilette. Irgendwie gibt es kein Waschbecken, aber sonst alles okay. Und für dieses Zimmer zahlen wir jeder 6,50 Euro die Nacht. Ich würde sagen, das ist eines unserer günstigsten Zimmer, ne? Supi. Und jetzt wird erstmal essen gegangen. Wir sind gerade essen. Ich habe vergessen zu filmen, aber ich hatte so Kroketten und Brot und Wasser. Ich bestelle mir gleich noch einen Nachtisch und dann sage ich euch am Ende, wie viel Eis gekostet hat. Ich habe mir jetzt noch einen Creme Brulee bestellt, weil ich habe seit Bangkok so ein Craving auf Creme Brulee. Sie ist nicht so der Hit, aber immerhin. Mein Abendessen hat 140.000 Rupia gekostet. Ich bin auch ein bisschen angepisst, weil generell das Restaurant ist ein bisschen gehobener, viel zu überteuert. Aber wir haben jetzt halt so Hunger gehabt und haben einfach das nächstbeste gefunden, so neben dem Hotel quasi. Und der Service war ja auch ganz grauenvoll. Aber egal, ich habe 140.000 Rupia dafür ausgegeben. Es sind umgerechnet 8 Euro für ein bisschen Brot mit Olivenöl, Kroketten und Creme Brûlée und Wasser. Ist jetzt okay, aber mal, ist halt ein bisschen viel. Und außerdem das Brot nehmen wir hier nicht jeden Tag. Ich würde mal sagen, dass diese, ja, ist ein bisschen höher quasi, Transportkosten so, als wir normal haben, aber das ist halt das, was wir heute gemacht haben. Wieder angekommen im Hotelzimmer. Ich habe jetzt alles zusammengerechnet, ich hoffe, ich habe es richtig gerechnet, aber das macht einen Tagesbedarf, also auch Nacht, das sind ja 24 Stunden, von 44 Euro, Lille ist da im Hintergrund. Also 44 Euro geben wir diesen 24 Stunden aus. Ich muss sagen, das ist höher als unser sonstiges. Einerseits, weil das Abendessen so teuer war und andererseits, weil wir eben diese Fähre gezahlt haben. Normalerweise bewegen wir uns in einem Bereich von 28 bis maximal 45, sagen wir mal, das ist schon das obere Ende. Also sind wirklich so, sagen wir mal, im guten 30 bis 35 Euro Bereich normalerweise. So viel kosten 24 Stunden auf Bali. Wir haben eben heute auch einen Ausflug gemacht. Natürlich gibt es Tage, wo wir nur am Strand chillen. Dann geben wir natürlich fast gar kein Geld aus. Aber genau, heute war mal ein aktiver Tag. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Natürlich kommt nach meiner kompletten Asienreise ein Video, wo ich die kompletten 6 Wochen reflektiere mit euch und auch erzähle, welche Stadt wie viel gekostet hat, ob Thailand oder Bali teurer oder günstiger war und natürlich auch, wie viel der ganze Trip gesamt gekostet hat. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Ihr könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!